So, wir beginnen direkt mit den LKW. Hallo. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Cooking with Daily Family Stories. Wir sind heute wieder bei Planer Küchenland in Ravensburg und wir machen heute zusammen eine super leckere Honigrolle namens Medavik. Der ein oder andere kennt vielleicht den russischen Kuchen Medavik und das ist eine Art davon. Und wie es genau geht, seht ihr jetzt. Wir beginnen direkt mit den Zutaten für den Kuchenboden oder eher gesagt für die Rolle. Und zwar brauchen wir Mehl, Schmand, Butter, Zucker, Honig natürlich, etwas Backpulver und zwei Eier. Bei dem Teig müssen wir jetzt erstmal mit dem Honig anfangen, Zucker und Butter. Das Ganze geben wir jetzt in eine Pfanne und uns ungefähr bei mittlerer Hitze erstmal zum Schmelzen bringen. Und dann machen wir auch weiter. So, das dauert jetzt hier ein paar Minuten. Und nachdem der Honig und der Zucker sich komplett aufgelöst haben, alles geschmolzen ist, müssen wir Schmand und Backpulver miteinander vermischen. Also quasi kommt der Backpulver zum Schmand hinzu und anschließend dann hier mit rein in die Pfanne. So, so langsam löst sich hier schon alles. Und dann machen wir gleich schon weiter. So, nachdem unser Honig jetzt komplett geschmolzen ist mit dem Zucker zusammen, kommt jetzt die fertige Schmandcreme, oder nicht Schmandcreme eigentlich, unser Schmand mit dem Backpulver. Seht ihr, es hat schon ordentlich Bläschen gebildet. Auf jeden Fall kommt das jetzt da hinein und vorsichtig, das fängt gleich an zu schäumen ohne Ende. Also schön kräftig rühren, so lange rühren, bis der ganze Schaum dann weg ist. So, nachdem wir eine gleichmäßige Masse haben, geben wir jetzt nacheinander die Eier hinein und mischen immer schön weiter. Erstmal ein Ei, anschließend dann noch das zweite. Einfach immer schön rühren. Und übrigens, nachdem sich der Honig und der Zucker sich komplett aufgelöst haben, natürlich Herd erstmal ausmachen. Das brauchen wir dann nicht mehr. So. So, und jetzt der letzte Schritt vom Teig natürlich. Jetzt geben wir nacheinander, also nicht nacheinander, sondern nach und nach unser Mehl noch hinein und mischen immer schön weiter. Der Teig wird auch im Vergleich zum klassischen Medavik auch sehr, sehr flüssig. Das werdet ihr dann gleich noch sehen. Das ist einfach viel leichter von der Verarbeitung. So, immer wieder schön mit hinein. Der klassische Medavik, wie gesagt, der Teig ist da sehr fest und der wird dann ausgerollt, ausgeschnitten und nacheinander gebacken. Das ersparen wir uns diesmal in der Medavik-Rolle. Und zwar ist der Teig so flüssig, dass wir den einfach nur aufs Backblech streichen können. Ups, ein bisschen vorsichtiger rühren vielleicht. So. Vielleicht haben wir es geschafft. Ja, wie gesagt, vorsichtiger rühren. Das muss ich auch noch lernen. So, und unser Teig ist perfekt, wenn er diese Konsistenz hat. Wenn er so schön runterläuft, ist er genau richtig. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Backblech und Backpapier. Und jetzt teilen wir den Teig ungefähr auf 2 Portionen und streichen unser Backpapier damit einfach ein. Und dann kommt es für ungefähr 5 bis 6 Minuten in den Ofen bei 180 Grad. Das geht wirklich relativ schnell. Und dann ist der Boden eigentlich auch schon fertig. So, wie vorhin schon erwähnt, jetzt brauchen wir ungefähr die Hälfte und geben das jetzt auf unser Backblech. Ups. So, und jetzt wird das Ganze einfach schön gleichmäßig dünn verteilt. Einfach schön glatt streichen. So. So, die erste Portion ist schon mal schön verstrichen. Kommt jetzt in den Ofen für ungefähr 5 bis 7 Minuten. Und ihr seht es eigentlich direkt, wenn er fertig ist. Wenn er schön goldbraun ist, dann könnt ihr ihn auch schon rausholen. So. So. Der erste Boden ist auch schon fertig. Den stürzen wir jetzt einfach auf ein Backpapier einmal rum und lösen dann vorsichtig den Boden vom
Backpapier. So. Das lassen wir jetzt noch vollständig abkühlen. Das dauert nur ein paar Minuten und dann machen wir schon weiter mit der Creme. Jetzt machen wir auch noch schnell die Creme. Dafür brauchen wir auch noch Schlagsahne, Puderzucker und Schmand. Der erste Step ist erstmal Schlagsahne steif schlagen. Und zwar erstmal Schlagsahne und Puderzucker hinzugeben. Das Ganze tun wir steif schlagen und separat auch nochmal den Schmand auch nochmal schäumig rühren. So, unser Schmand ist schäumig gerührt und die Schlagsahne schäumig geschlagen oder eher gesagt steif geschlagen. Jetzt geben wir nur noch unsere feste Schlagsahne zum Schmand hinzu, mixen das einmal noch kurz durch und dann müssen wir nur noch unsere Kuchenböden bestreichen und zusammenrollen. Das war's eigentlich auch schon. Unsere Rolle ist fürs Erste fertig. Ich habe sie jetzt noch mal schnell in Backpapier eingewickelt und jetzt kommt die Rolle noch für ungefähr eine Stunde in den Kühlschrank, damit sie noch schön fest wird. Ja, und dann ist sie eigentlich auch schon bereit zum Verzehren. Am Ende noch ein bisschen Puderzucker oben drauf und das war's. So, schaut euch mal die Rolle an. Die ist jetzt auch schon fertig. Ich freue mich schon total, sie gleich zu probieren. Ja, ganz klassisch auf einen Medavé kommen ja eigentlich die Ränder von einem Kuchenboden, also man rollt ihn ja aus, sticht dann den Kreis aus und die Ränder, die werden dann zerkleinert und oben drauf gegeben. Aber da wir keine Ränder haben, habe ich einfach Puderzucker oben drauf gegeben und ich finde, das sieht auch ganz lecker aus, oder? Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, den schneiden wir jetzt an, oder? So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr probiert die Rolle unbedingt mal aus. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann sehr gerne einen Daumen nach oben und abonnieren. Tschüssi, bis nächste Woche.